Mein Name ist Margit Leimer. Ich bin Pflanzenbiotechnologin und arbeite am Institut für molekulare Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Also die Pflanzenbiotechnologie-Gruppe beschäftigt sich mit Pflanzen, mit der züchterischen Verbesserung von Pflanzen, mit den Krankheiten der Pflanzen. Und was wir versuchen zu erreichen, ist Pflanzen zu züchten, die eben mit den Umweltbedingungen besser zurechtkommen. Zurzeit arbeiten wir an vier Pflanzen. Das eine ist die Dirndl oder die Kornelkirsche aus dem Bilachtal. Die zweite Pflanze ist der Kaffee. Also lauter Dinge, die wir selber gerne essen oder trinken. Das andere ist eine Biodieselpflanze aus den Tropen, die Atropha. Und unser jüngster Zugang ist die 32.000-jährige Silene aus Russland, die wir eben jetzt auch untersuchen wollen. Also die Gruppe hat sich sicher am meisten jetzt über die blühende Silene gefreut, die seit ungefähr Februar zu blühen begonnen hat. Und die uns jetzt ermöglicht, eben in dieser alten Genetik nachzuschauen, wie früher die Pflanzen mit unterschiedlichen Bedingungen zurechtgekommen sind. Nein, nie. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Aber mit Blumen. Also ich schenke gern Blumen her. Naja, was? Botanik und Sprachen und Kunstgeschichte. Botanik und Zoologie an der Uni Wien. Der Professor Schaller hat im Hörsaal eine Tonbandaufnahme vorgespielt von einem Dukan-Gesang vor der Regen einsetzt. Und das hat mich so begeistert, dass ich sofort Portugiesisch gelernt habe, weil ich eben in den Amazonas wollte, um Orchideen zu sammeln. Für uns ist das eine sehr treffende Definition, weil eigentlich alle unsere Bemühungen mit lebendigen Pflanzen zu tun haben und wir ja versuchen, gesunde Pflanzen zu produzieren, die gesunde Lebensmittel erzeugen und auch versuchen, die Umwelt irgendwie so weit einzubeziehen, dass man sie eben möglichst wenig beeinträchtigt. Ja, da kann man natürlich in unserem Fachgebiet unheimlich viele Fragestellungen bearbeiten. Also sie brauchen auf der einen Seite die Begeisterung und die Neugier für die Biologie, aber sie brauchen auch das Geschick für die Technologie. Und vor allem brauchen sie einen Teamgeist, weil allein werden sie Amerika nicht entdecken.